Ich bin die Desiree Bernhardi, komme auch aus dem Saarland, bin extrovertiert, ich bin unwahrscheinlich herzlich, würde ich mich mal bezeichnen, und voller Leben. Und wenn ich alles so Revue passieren lasse, das ganze Jahr über, dann muss ich heute sagen, die Diagnose war das Schlimmste für mich. Also zu erfahren von einem Arzt, du hast Leukämie. Dann bin ich durch das Haus gelaufen und habe immer zu meinem Mann gesagt, ob ich das hier alles wiedersehe. Also das war eigentlich die schlimmste Zeit. Was nachher kam, war körperlich halt schwer, Chemo, klar. Es zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Nadine, ich gebe Ihnen kein Ja. Und dann war es das. Ach, Tage gebraucht, Wochen, um mich damit auseinanderzusetzen, dass ich auch überleben kann. Und auch für meinen Mann und für die Familie. So, das war wirklich ein Schock, der saß. Zweiter Chemozyklus. Und da haben wir eigentlich alle gehofft, auch das Krankenhaus, dass sie dann weg sind. Aber es waren immer noch eine Mutation da. Und dann sagt er, wir müssen die Chemo noch erhöhen, also die Dosis noch erhöhen, noch stärker machen. Und da hatte ich wirklich Angst, weil die zweite war schon sehr schwierig für mich. Und habe ich schon nicht mehr so gut weggesteckt wie die erste. Und das war freitags, das vergesse ich nie. Es war freitags und er sagte, am Montag müssen wir die Chemo erhöhen. Also für sich selbst, glaube ich, ist es am wichtigsten, positiv zu denken, nicht aufzugeben. In jedem Fall, was ich ganz wichtig finde und was man mir auch immer geraten hat, raus aus dem Bett, bewegen Sie sich, gehen Sie, egal wie schwer es Ihnen fällt, machen Sie ein bisschen was und versuchen Sie, so normal wie möglich Ihr Leben zu gestalten. Sie werden nicht drumherum kommen. Wir suchen auch jetzt einen Spender für Sie und das ist Ihre einzige Chance zum Leben. Frau Bernhardi, ich habe eine super Nachricht für Sie. Ich habe einen Spender für Sie gefunden. Und das Schöne ist, der ist sofort bereit. Sie können jetzt Ihre Tasche packen und nach Hause gehen. Wir ersparen Ihnen die dritte Chemo. Sie erholen sich jetzt noch eine Woche, kommen am 5. Februar und machen alle Vorbereitungen und transplantieren Sie Valentinstag. Wenn ich mir das dann überlege, war das überhaupt ein schönes Valentinstagsgeschenk? An so einem Tag ein neues Leben geschenkt zu bekommen? Das ist schon, ja, das ist was Besonderes. Und das war ein schönes Datum. Ja, von da an ging es eigentlich bergauf. Verrückt wie ich bin, habe als erstes gefragt, heute ist mein Geburtstag, ich hoffe, Sie können mir 300 Leukozyten anbieten. Der Arzt schaut mich an und sagt, Frau Bernhardi, es tut mir leid, ich kann mit 300 Leukozyten nicht dienen. Ich war schon ein bisschen enttäuscht und er nimmt meine Hand und sagte, es sind 800. Ich sage Ihnen, das war mein schönstes Geburtstagsgeschenk. Das war mein schönstes Geburtstagsgeschenk. Die Visite war noch nicht draußen. Ich habe sofort eine Rundmail geschickt per WhatsApp, habe meinen Mann angerufen. Mein Mann hat geweint am Telefon. Wir waren alle so glücklich, dass sich diese Stammzellen so schnell verbreitet haben und so gut angewachsen sind. Es war ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk, ja. Weil der Professor mir sagte, es ist ein Superspender, der super zu mir passt, der mehr als 100% hat und dass das wie ein Sechser im Lotto wäre, einen Spender zu finden, der so gut zu mir passt. Ach, oft. Ich habe mir oft eine Vorstellung darüber gemacht, ob er denn männlich ist, ob er weiblich ist, ob er jung ist. Viele, ja. Ich habe zum Beispiel vorher ganz hellblonde Haare gehabt und die sind jetzt so dunkel. Und dann habe ich zu meinem Mann oft gesagt, naja, vielleicht hat mein Spender ganz dunkle Haare und egal, was ich jetzt habe. Ich war am Anfang noch so ein bisschen in der gebräunten, hatte ich so eine gebräunte Haut von einem Antidepressiva und habe zu meinem Mann gesagt, ach ja, vielleicht habe ich so eine Südländerin oder sowas. Das hätte ich so schön gefunden. Ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht über meinen Spender, ja. Ja. Ich würde sagen, es geht mir heute gut. Es geht mir gut. Natürlich gibt es noch so ein paar Nebenwirkungen, die man hat. Aber ich sage immer, alles besser als tot. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht weine. Mein Enkelkind ist zum Beispiel dieses Jahr zur Kommunion gegangen, der Größte. Und das Mädchen, die Mittlere, die ist jetzt in die Schule gegangen. Mit Mundschutz zur Kirche gegangen und bin auch nicht mit ins Restaurant. Aber das war gar nicht wichtig. Für mich war wichtig, ich kann das Kind zur Kommunion gehen sehen. Und als mein Enkelkind dann eingeschult worden ist, da war es genauso.
da habe ich gedacht, oh, lieber Gott, danke, ja, dass ich das erleben darf. Ne? Und es sind, wissen Sie, es sind so Kleinigkeiten. Auch war ich jetzt mit zum St. Martin, ja, was für alle ganz normal ist, das war für mich was ganz Besonderes. Oh, ich habe das erlebt, ich konnte das mit den Kindern mitmachen, sie da singen sehen, mit ihren Laternen laufen sehen. Ja, schön. Ich kann es nicht abwarten, ihn kennenzulernen. Ich hoffe, dass das auch gelingt, dass er das möchte, dass es mir bis dahin auch noch gut geht. Also das ist so was, was mich, wo ich auch sehr ungeduldig bin. Ich freue mich auf jeden Fall und hoffe, dass wir uns in jedem Fall kennenlernen können, ja. Welche Träume habe ich? Auch wandern zu gehen durch die Berge. Wir möchten noch in die Steiermark, wir möchten noch mal nach Österreich und, ja, und abends mal schön essen gehen und wandern. Ja, das sind meine Träume. Ja. Also an alle die, die noch nicht typisiert sind, lassen Sie sich typisieren. Gibt es Schöneres, als einem Menschen das Leben zu retten?